Yo Leute, was geht ab? Bunny HD am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bobash. Im Hintergrund seht ihr gerade das Bobash Let's Play ablaufen, also hier oben. Ich habe mir jetzt mal ein neues Projekt vorgenommen, weil ich habe mal im Internet so ein bisschen rumgeguckt und habe mal so geguckt, was die meisten Punkte so sind, also wo man am meisten von nicht so professionellen Spielen, so wie Pokémon findet. Und deswegen habe ich mir einfach mal rausgesucht, um einfach mal ein bisschen Pokémon zu zocken. Werde ich zumindest ein neues Projekt starten, nämlich Minecraft Pixelmon. Das ist nämlich der Mod, halt, wie schon gesagt, Pixelmon und so. Wo man halt... da kann man halt Pokémon fangen und sowas alles. Also da gibt es viele geile Sachen, was man da alles machen kann und so. Also es ist schon mega krass, was man da machen kann. Also da kann man Pokémon fangen, trainieren, eigentlich alles mögliche. Und da habe ich mir jetzt extra mal einen Pokémon-Spezialisten hier halt an meine Seite geholt. Und ich zeige euch jetzt mal kurz ein Bild von ihm. Ja, ihr seht das jetzt. Und gut, dann kannst du jetzt auch anfangen mit reden. Ja, hallöle Freunde erstmal. Hier der Max am Start. Ich erzähle euch erstmal ein paar Vor- und Nachteile von Pokémon. Also die Vorteile sind, man hat super viel Spaß. Früher habe ich ja auch mal Pokémon gespielt. Da waren es ja noch mal auf den ganz alten DS, ja geil. Alter, schmeiß dich nicht weg, Mann. Ja, man hat halt sehr viel Spaß. Man kann zum Beispiel lesen lernen, rechnen. Und ja, die Nachteile sind aber, dass man halt mit 10, also das ist ja bei dem Spiel, Ash Ketchum ist 10 Jahre alt und ja. Echt? Ja. Ja. Mach weiter. Ja gut, es ist halt ziemlich kacke, wenn ein 10-jähriger Junge gegen Verbrecherbanden kämpft und Team Galaktik und ja, so, wir erfahren heute noch ein bisschen über die Arena-Leiter, also da kommt noch später was hinzu, weil mir fallen jetzt gerade nicht alle ein, außer hier Dingsbums. später als nähere Informationen dazu und wie man Pokémon hochlevelt. Also es gibt zwei Varianten. Einmal man hackt Sonderbonbons, also mit einem Cheat-Modul und weiteres. Und ja, dann cheatet man halt Sonderbonbons, füttert die an den Pokémon und ja. Die zweite Variante ist, man kämpft sich durch Pokémon, die einen sind stärker, die anderen sind schwächer. Und ja, das Level von Pokémon wie folgt so, dass man halt, wie schon gesagt, Pokémon killt, sozusagen, oder besiegt, wie man es auch nennt. Dass man die halt besiegt, dann bekommt man Erfahrungspunkte, das heißt dann EP. Und ja... mehr gibt's da nicht zu sagen. Also, jetzt. Und ja, dann gebe ich wieder an Bunny weiter. Da sind wir wieder. Ich gucke gerade hier in der Zwischenzeit, das, was da im Hintergrund gerade läuft, gucke ich mir gerade im Twitter gerade so an. Und ich finde es wirklich mega geil, was hier läuft. Also was Max hier so für geile Sachen, also ich gucke auch gerade hier so auf sein Nintendo und so, es ist mega krass, was er hier schon alles, also sagen wir es mal so, er ist fast der Pokémon-Profi, kann man schon sagen. Ja. Also es ist wirklich unglaublich, wie gut er ist eigentlich. Was könnte man noch sagen? Also ich spiele persönlich wirklich sehr, sehr gerne Pokémon, jetzt nicht so sehr oft, aber wenn ich mal spiele, dann finde ich es wirklich sehr, sehr gut. Ich habe auch alle Filme von Pokémon gesehen, so. Also die ganze Staffel und so. Also es war wirklich mega krass, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und, oh ja, ich muss aber los, Alter. Ich rede voll schnell, Alter. Ja, das ist halt ein Nachteil.
Das ist deine, genau. Erstmal was trinken. Ja, du, ich nicht. Egal. Ja, und dann würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt unterstützt, zum Beispiel mit einem Abo oder halt je nachdem. Ein Like. Ja, genau, wie es euch halt dann gefällt. Zum Beispiel auch eine positive Bewertung. So. Da sehe ich dann auch schon, ob es euch auch gefällt und so. Würde ich mich wirklich drüber freuen und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns, wenn das Projekt startet. Macht's gut, tschüss! Fantastic.